Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 19 mit der Karriere beim 1. FC Magdeburg. Ja, wir konnten jetzt 3:2 bei Darmstadt 98 gewinnen und haben jetzt ein Heimspiel gegen den SV Sandhausen im Textmodus. Ja, da bin ich mal gespannt. Jedenfalls müssen wir erstmal die Rotation 2 anwenden. Ne, 1. Rotation 1. Zack, da hätten wir das. Okay. Ich muss aber gerade was bei dem Spielerbild gucken. Das sah mir ein bisschen komisch aus. Und weiter geht's. Die B-Jugend hat auch 3-1 gewonnen oder 2-1 oder was auch immer. Jetzt müssen wir erstmal hier gucken. Nein. Neue Ablösemannschaft der Woche, Statusbericht. So, jetzt können wir gucken, wie wir gegen Hamburger SV gespielt haben. 1:3 gewonnen. Macht nichts, kann weiter so gehen. Wir gehen wieder golfen und los geht's. Jetzt kommt wieder UEFA 5-Jahresplan. Das interessiert uns nicht so wirklich. So, jetzt haben wir Sonntag. Sonntag gleich Spieltag. Dann wollen wir mal gucken. So, wir haben einen Verletzten, das ist der Chait. Der kommt mal raus. Dafür kommt Türpitz rein. So. Jugendmannschaft vor Topspiel. Trainingsziel erreicht. Aktualisieren. Jonas Kehl hat sein Trainingsziel erreicht. Abu Hanna hat seinen Vertrag verlängert. Weist Angebot zurück, Quadwo, aber der wird eh vertickt. Und Konstantin Mavrapanos hat sein Trainingsziel erreicht. Das ist eh einer, der ausgeliehen ist. Hat er, denke ich, sein Sprinttraining erreicht. So. Jetzt gucken wir mal, was in der Jugend passiert ist. Nichts weiter. Also kann es weitergehen. So. Jetzt kommt Textmodus. Jetzt spielen wir im Textmodus gegen SV Sandhausen. Der 6. gegen den 11. Bin ich mal gespannt, was das gibt. So, fangen wir an mit voll konzentriert. Und schauen wir mal, was hier so passiert. Glanzparade vom Keeper von Sandhausen. Jetzt können wir hier voll drauf gehen. Das Ganze nochmal. Verletzt, Oberschenkelzerrung. Dolle Wurst, da kann man richtig einen Kovac schreien.
machen. So. Nochmal eine Chance für Sandhausen und 1-0 für Sandhausen, na toll. Der nächste Sehnenriss, schön. Oh, macht sie alle kaputt. Macht sie alle kaputt, Jungs. Oh, das ist doch herrlich, ehrlich. Mann, 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 Mann. So, wollen wir mal gucken. Erstmal die Taktik auf 100% gestellt, den Einsatz. Und dann sagen wir hier voll drauf gehen, die Auswechselspieler aufwärmen. Nur mal gucken, was das bringt, ob das überhaupt was bringt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Über die rechte Seite, das heißt, wir müssen Taktik anwenden. Erstmal Pause machen. Taktik anwenden. Vergleich. Rechte Seite ist es eher Gislason. Wird er in Manndeckung genommen? Einmal Gislason in Manndeckung. Und den Rechtsverteidiger in Manndeckung. So, und weiter geht's. Mal gucken, ob unsere taktische Maßnahmen, Marschroute was bringt. Vertändelt die Chance, war ja klar. Ich habe mal voll 80 Minuten gespielt, dann gehen wir jetzt auf voller Angriff. Ja, wird wohl nichts mehr. Verlieren wir auch gegen Sandhausen wieder. Jetzt kriegen die auch mal ein paar Verletzte. 4 Minuten Nachspielzeit. Hohoho. Ich weiß gar nicht, was in der zweiten Halbzeit so großartig passiert ist. Ende. Ja, 0-1 verloren. Ja, wie gesagt, wir müssen halt die Mannschaft verbessern. Dann fangen wir mit den Außenspielern an. Und machen dann weiter. Sehnenriss. Schön. Oh, herrlich. Gut, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns dann am Morgen wieder. Bis morgen dann. Ciao, ciao.